Willkommen vom ersten Tag von der Basel World 2018. Mein Name ist Alexander Linz. Ich bin, wie man so schön in Neuenglisch sagt oder Neudeutsch, Head of Content, zuständig für den Inhalt oder für das Magazin von WatchAdvisor.com, der größten Suchmaschine für Armbanduhren, Uhren und für offizielle Händler im Netz. Ich freue mich, Ihnen zusammenfassen zu dürfen oder zu können, was sich hier tut. Erster Messetag ist der erste Tag, an dem auch das Publikum auf die Basel World durfte und darf. Es strömen viele Leute herein, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, das Interesse für Uhren ist ungebrochen. Gestern hatten wir ja schon berichtet, das war noch der Pressetag, da war es noch etwas ruhiger, aber jetzt hier, da ist richtig was los. Und was können wir am ersten Tag schon sagen? Das ist das, was ich auch hätte Ihnen schon gestern sagen können, aber es hat sich heute noch mehr bestätigt. Ein echter Trend, und den hatten wir auch schon in Genf auf dem Salon International de la Haute Horlogerie im Januar. Ein echter Trend ist Qualität, 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 und die Preise gehen runter. Das heißt, die Großen zeigen vor, wie man eine unglaubliche Qualität zu einem unglaublichen Preis realisieren kann. Und das ist etwas, was mich fasziniert. Es wäre nicht in meinen Kopf gekommen, vor ein paar Jahren daran zu denken, dass man zu diesem wenig Geld in Relation zu dem, was die Uhren einmal gekostet haben und was sie nicht geboten haben, nämlich an Qualität, Uhren auch verkaufen kann. Aber es geht, man muss es nur wollen. Wie man sieht, man macht es vor. Omega, die Seamaster-Kollektion, ich habe gestern ganz kurz darüber schon gesprochen, Einstiegspreislage bei 4.300 Euro. Das ist etwas, da kann man überhaupt nichts mehr sagen. Die Uhr ist so gut und für das Geld, da kriegt man richtig eine gute Uhr. Und wenn wir noch über Qualität sprechen, der Gigant Rolex hat ja auch eine kleine Tochter, die heißt Tudor. Tudor hat gestern eine GMT Master auch gezeigt, Black Bay Heritage GMT Master, eine voll funktionelle GMT-Uhr mit einem neu entwickelten eigenen Werk mit Siliziumspirale. Das ist ein Inhouse-Kaliber, wie man so schön sagt, von Tudor, das ein voll funktionelles GMT-Kaliber ist. Sie ziehen die Krone und Sie können den Stundenzeiger in 1-Stunden-Schritten verstellen. Die Uhr bleibt nicht stehen, also ist eine vollwertige GMT-Uhr. Wirklich toll gemacht, in verschiedenen Ausführungen mit Stoffband, Metallband, Stoffband, Einstiegspreislage 3.400 Schweizer Franken. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Sachen, da wird die Latte so hochgelegt, und da haben wir noch nicht einmal alle Uhren gesehen und alle Uhrenmarken gesehen, vor allem wir haben noch nicht die ganzen Swatch Group Marken besucht, das machen wir jetzt in den nächsten Tagen, und da werden wir wahrscheinlich noch ganz andere Produkte sehen, aber da wird die Latte schon so hochgelegt, dass ich Ihnen prophezeie, warme Luft können Sie an dieser Basel World nicht mehr verkaufen. Also der hier mit dem Gedanken hergekommen ist, ich habe ein bisschen warme Luft verpackt und ich habe so Dinge in meinem Köfferchen oder auf meinen Verkaufstischen liegen, die nicht ganz so sind, der wird scheitern, das ist nicht mehr an den Mann und auch nicht mehr an den Endverbraucher zu bringen. Und da ist einfach, da kann sich jeder relativ schnell ein eigenes Bild machen. Er braucht nur ein bisschen rumschauen, er braucht nur schauen, was kriegt er geboten, was kostet das, und dann braucht er nur das andere dagegen halten und dann wird er relativ schnell feststellen, ups, da liege ich vielleicht falsch oder könnte falsch liegen. Interessant auch, wir waren gerade bei Breitling, auch Breitling geht mit den Preisen mitten runter, mit der Qualität rauf. Georges Kern hat einen Navitimer erstmals ohne Chronographen gezeigt, der Rechenschieber ist immer noch drauf, aber die Uhr ist interessant und kostet irgendwas zwischen 3.500 und 4.000 Schweizer Franken. Auch hier zeigt man, es geht. Was noch interessant war bei Kern oder bei Breitling, eine riesengroße Fliegeruhr, da geht wieder das in diese Richtung, was ich schon gesagt habe. Kern wird natürlich sich gegen die IWC positionieren, und er hat eine 50 mm große Fliegeruhr gezeigt, die ja klar natürlich aufsteht gegen die Big Pilot von der IWC. Ein guter Schachzug, auch bei Breitling ein bisschen in der Geschichte rumzukramen, und auch Breitling hat große Fliegeruhren gemacht, das ist nicht nur die IWC. Also ein guter Weg, und wenn man noch ein bisschen noch so durch die Hallen gehen, dann gibt es auch Jubiläen. Chronoswiss zum Beispiel, das Regulatorzifferblatt von Chronoswiss, feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Das ist unglaublich, wenn man zurückdenkt, wie schnell die Zeit vergeht, als vor 30 Jahren die ersten Modelle mit dem Regulatorzifferblatt kamen. Hochinteressant. Karl F. Bucherer waren wir auch schon, 1888 gegründet, 130 Jahre. Der Sascha Möri, der CEO von Karl F. Bucherer, hat sich mit einem Tourbillon-Werk, mit einem eigenen Tourbillon-Werk eine Freude gemacht. Er hat das entwickelt und gesagt, okay, wir können das auch. Sie wissen ja, Karl F. Bucherer hat eine eigene kleine Uhrenmanufaktur, stellt die Uhrwerke für einen Großteil seiner Kollektionen selber her. Also die geben auch ordentlich Gas und zeigen auch auf, dass sie als Tochterunternehmen oder als Teil der Bucherer-Gruppe mit einem eigenen Namen richtig Furore machen können. In dem Sinn geht es auch weiter. Wir werden heute Nachmittag noch ein paar Marken besuchen und noch was erleben. Aber ich kann Ihnen eins sagen, der Trend, den wir hier sehen, ist Qualität, Qualität, Preise runter. Und wenn Sie über die Farben die ersten Eindrücke von mir hören wollen oder die ich Ihnen wiedergeben darf, dann ist Blau eine immer noch ganz stark kommende Farbe. Blau ist the new black, da kann man sagen, was man will, auch wenn viele das Blau verdammen, aber es ist stark. Überall siehst du blaue Uhren.
Grün sehe ich immer ein bisschen mehr, das habe ich schon in Genf bei meinen Zusammenfassungen angekündigt, aber blau, schwarz, das geht. Silberfarben sieht man relativ viel, Materialien, leichte Materialien, das heißt, die Uhren werden leichter auch, das sind die Trends, Stoffbänder sind die Trends, aber da werden wir noch mehr darüber berichten in den nächsten Tagen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen. Wir berichten wieder am nächsten Morgen, also morgen. Wir werden morgen wieder zurückkehren mit einer Zusammenfassung des morgigen Tages. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Schauen Sie auch auf unseren YouTube-Kanal und schauen Sie auch auf unsere Seite auf watchadvisor.com, die vielen Interviews, die wir mit den CEOs etc. machen und die Präsentationen der Uhren. Sie werden sicher einiges interessantes Material finden. Also dann bis morgen.